Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Conjuring House. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir das Auge von Mordor gefunden und müssen dieses jetzt unten in den speziellen Keller bringen. Ich muss mal kurz schauen, wo ich... Wir sind oben, kann das sein? Ja, wir sind oben. Da können wir... die Grafik muss erstmal hinterher. Da müssten wir jetzt erstmal nach unten. Was ist los? Ich sollte vielleicht noch ein bisschen warten, bevor ich sofort anfange zu streamen, wollte ich schon sagen. Was war das? Nee, zu spielen. Ach Leute, bisschen verwirrend. Und es ruckelt. Es ist auch ein paar Tage schon her, dass ich das Spiel das letzte Mal gestartet habe. Naja. Bin aber froh, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen warten sollen, bevor ich das Spiel wirklich anfange. Die Aufnahme anfange. Komm, renn. Bevor Elfliede kommt. Und Batterie nehmen wir mit. Bin gespannt, was unten im Keller auf uns wartet. Ich sollte ein bisschen meine Stamina schonen. Ich hätte vielleicht unten hier in der Nähe. Nochmal speichern gehen sollen. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen zu schnell für das schöne Spiel. Es müsste auf... Nee, warte, Quatsch. Ach, Leute, ey. Gestern hatten wir ja den Livestream von... dessen Namen ich schon vergessen habe. Infliction. Und ich bin noch ein bisschen in diesem Livestream noch drin. Lumpe. Hatte. Na, mein kleiner Freund. Ja, was ja, war ich denn? So eine Hausrate mal haben, wäre auch sehr interessant. Ah, ich wollte schon sagen. Ich dachte, hier geht es auch um... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Boah. Nakitai! Erstmal die Kisten überall aufmachen. Ich musste es benutzen. Wenn sie gleich wiederkommt, werde ich mich töten lassen. Was bist du? Oh. Er kommt. Ich lass mich umbringen. Dann werde ich unten nochmal speichern und... Das war gerade laut. Werde unten dann nochmal speichern gehen. Die wird demnächst eh wieder erscheinen. Bisschen doof abgepasst.
werde mal diesen Weg hier nehmen. Wie gesagt, die Talismane möchte ich so gut wie möglich aufsparen. Jetzt müsste die Tür hier sein, oder? Yep. Oder gibt es eine bessere Tür? Wartet mal kurz. Es könnte vielleicht eine bessere Tür geben. Okay, die ist ein bisschen weiter in der Nähe. So kommt auf einmal diese Musik. Wie gesagt, ich gehe speichern. Das wiederhole ich jetzt zigtausend Mal, bis jeder das begriffen hat. So, Tür erstmal zu. Dass er immer so lange braucht, bis er die Türen zumacht. Wir werden hier drauf speichern. Yep. Dann müssen wir nicht immer den Weg nach unten rennen. Ey, Fliede wird aber demnächst kommen. Ich weiß es schon. Und auf ein neues nach unten. Unten müssten wir ja noch genügend Batterien haben. Ratten! Ah, verdammt. Ja, ich muss ja immer linke Maustaste drücken. Ich bin eine Batterie! Und wieder er. Wie er Fliede kommt jetzt gleich. Für die Thales. Ja, zuckt. Verdauungsprobleme wahrscheinlich. Nee, von der anderen Seite. Okay. Kollege, dein Herz schlägt. Und die ist zu, dafür haben wir immer noch keinen. Och nö. Ach verdammt. Oh Mann. Die kommt aber auch ungünstig. Ich könnte auch mit euch oben noch hocken und warten. Oh, oh, the stench. Oh. Oh. Oh, it's the remains of a shredded human body. Oh, it's too dangerous here. I gotta get the artifacts and get out of here. Schön, dass er das noch analysiert. Analysiert.
What is that? Is that about a diet trying to... Sir Bolton starb, als er das Amulett, Artefakt, verdammte Artefakt, was jetzt ist wahrscheinlich weiß. Slaughtered? Wartet mal. Es war schrecklich, der arme Mann war komplett, ich weiß gerade dieses eine Wort nicht. Wo haben wir das? Da. Abgeschlachtet, glaube ich. Wenn ich das richtig überlese. Diese verdammte Kreatur beschützte das Artefakt. Den Satz überspringe ich. Ich überfliege mal das bisschen. Okay, diese Kreatur schien von durch eine schwarze Magie hervorgerufen zu sein. Und Stärke kommt von Voodoo Talisman. Mann. Und die müssen wir zerstören, also diese Kreatur. Finden wir das jetzt hier? Oh, den Schützen haben wir jetzt, glaube ich. Gottes Willen, wozu braucht... Wo waren die? Hier geht's noch. Möchte ich hier... Macht das Licht aus? Ich habe gerade Schiss, dass irgendwas hinter uns kommt. Ja, nach oben und speichern. Hauptsache, wir gehen jetzt speichern. Muss gerade ein bisschen überlegen, wo wir... die Tür... Hier doch irgendwas. Das sind Geräusche, die neu sind. Die Tür könnte nur im neuen Abteil sein. Hier dürfte alles nicht vorhanden sein, also in diesem Abteil. Ich vielleicht. Nein. Dass die Türen auch immer wieder zugehen, ist ein bisschen nervig.
Schön. Weg wieder zurück. Die Elfliede nervt's ein bisschen. Gut, das heißt, wir können jetzt hier nur sitzen und warten. Jetzt ist sie wieder leicht zickig. Aber nur minimal. Bleib doch mal ruhig, Elflide. Ziemlich dunkel, ne? Könnte ich irgendwann weitergehen, anstatt hier rumzustehen? Wir probieren mal was. Ich renne mal zum nächsten Schutzraum. Laufen. So, jetzt sind wir wenigstens hier. Vielleicht sollte ich hier noch mehr abspeichern. Machen wir trotzdem hier. Und warten. Ich glaube, ich kann eh weiter. Sie scheint von dann gezogen zu sein, würde ich schon sagen. Aber nö. Jetzt muss ich schauen, wo wir das letzte Mal... Da ist der Schütze. Neues Gebiet. Die Küche. Giftet so ein bisschen viel rum, kann das sein? Vermute, hier ist soweit nichts. Oh. Will ich hier sein? Von drinnen verschlossen? Oh, Puppenparadies. Oh, Gott sei Dank. Er wird uns bald verfolgen. Der wird uns bald verfolgen.
Ja, ich, will hier nicht sein? Ich schau mal auf die, anderen Seite der Macht. Irgendwas wird doch hier kommen. Hi, Püppchen. Sind hier überall diese Puppen? Ich glaube, so wie ich hier rumschaue, werde ich die Hälfte übersehen. Wenn die F-Liede hier unten kommt. Hauptsache, die Puppen haben ein bisschen Spaß. Es ist ein Ziegenkopf. Es vermisst zwei Hörner. Wunderschön. So richtig schön berauschend. Und der Fetti, der gerade noch im... Dings war. Der wird gleich lebendig und wird uns verfolgen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Keine Lust auf ihn. Ist hier irgendwo zwei Hörner zu stehen? Ich glaube eher nicht. Das wird vielleicht später kommen. Derjenige, der hier hatte wesentlich mehr Privatsraum. Dann würde ich doch lieber die Zelle daneben, die um die Ecke noch geht. Gleich. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die...
Was sagst denn? Hi, ich Willi. Ich tschüss. Och Mann. Lass mich durch. Nimm es. Ich fahr nach oben. Mann. Ja, mir auch schon folgen. Oh. Ja, sorry, Leute. Ah, ich will hier weg. Oh, wir müssen da irgendwann noch mehr runter. Ah. Ach, mir geht's gut. Ich geh speichern. Wo war denn der Speicherplatz? Ich glaube, ich weiß, wo der Speicherplatz war. Da war ja doch. Fuck, ja, du brauchst nicht weiter darauf drücken. Stimmt. Ja, zum Kamin. An der anderen Seite auch, würdest du mich rollen? Bevor Dings kommt. Und die wird gleich kommen. Rennen. Okay. Oh, gut. Tür zu, Affe tot. Ah, sehr schön. Ich speichere mal einfach hier. So, und dann würde ich auch sagen, ihr Lieben, wir werden hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.
scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies.